Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder eine Buchvorstellung für euch und ja, heute soll es um dieses Schätzchen hier gehen. Wonder Woman, Kriegerin der Amazonen von Leigh Bardugo. Das ist der erste Teil der DC Icons Reihe. Es werden hier noch drei weitere Bücher erscheinen. Und zwar wird im August noch Batman erscheinen. Batman ist von Marie Lou geschrieben. Dann wird es noch Catwoman geben. Catwoman ist von Sarah J. Maas geschrieben. Und nächstes Jahr im Frühjahr kommt dann noch Superman raus und Superman wird geschrieben. Jetzt lasst mich nochmal gucken, ich merke mir den Namen nicht. Matt DeLaPena. Und ich habe keine Ahnung, wie man diesen Namen so richtig ausspricht. Aber ja, er schreibt auf jeden Fall Superman. Und ich freue mich schon sehr auf die weiteren Teile der DC Icons Reihe. Ich finde es sehr, sehr cool, dass die Autoren sich hier zusammengeschlossen haben, um in Zusammenarbeit mit DC und Warner Brothers, glaube ich auch, die Bücher nochmal zu schreiben und die Geschichten der Superhelden nochmal neu zu erzählen. Und ja, ich habe dieses Buch netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an den Verlag für dieses tolle Buch. Und ja, ich erzähle euch erstmal, worum es in diesem Buch eigentlich geht. Als kleine Anmerkung nochmal vorweg, ich weiß, dass meine Brille ziemlich stark reflektiert, aber ich habe heute so einen Tag, wo ich nicht ohne Brille drehen kann. Kennt ihr das? Also Brillendreher werden das sicherlich kennen. Es gibt Tage, wo man auch mal ohne Brille sein kann, wo einen das auch nicht stört. Und es gibt Tage, wenn man seine Brille dann nicht auf hat, dass dann irgendwie alles doof ist. Und heute habe ich so einen Tag. Deswegen müssen wir heute einfach mal mit den Reflektionen des Kamerabildschirms leben. Aber ich kann die Kamera auch nicht rumklappen, weil ich es dann schon hatte, dass ja, das Bild total unscharf wurde oder total, keine Ahnung, das hat dann alles irgendwie nicht mehr hingehauen, weil ich an das Stativ gekommen bin und dann habe ich das nicht gesehen und dann habe ich das ganze Video nochmal gedreht. Deswegen leben wir jetzt einfach alle mal mit den Reflektionen. Ich glaube, das ist auch nicht so schlimm. Ja, kommen wir jetzt aber auf jeden Fall erstmal wieder zurück zu Wonder Woman. In Wonder Woman von Leigh Bardugo geht es um die Amazonenprinzessin Diana. Diana lebt auf einer geheimnisvollen Insel zusammen mit ihrem Amazonenvolk. Die Insel heißt Themyscira. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig ausspreche. Dieser Name ist sehr, sehr schwierig zu lesen. Diana ist aber keine gewöhnliche Amazone. Sie unterscheidet sich von allen anderen Amazonen, denn sie ist auf der Insel geboren worden. Was das genau für Hintergründe hat und was das alles mit sich bringt, das verrate ich an dieser Stelle nicht. Das müsst ihr dann schon selber lesen. Auf jeden Fall fühlt sich Diana dadurch nicht als vollwertige Amazone. Und sie ist auch die kleinste und schwächste von allen. Sie ist natürlich auch die jüngste und ja, fühlt sich dadurch immer so ein bisschen hinten an. Und an dem Tag, als die großen Spiele beginnen und ein Wettlauf über die komplette Insel stattfinden soll, sieht Diana ihre Chance, sich endlich zu beweisen. Doch während des Wettlaufes passiert etwas, was Dianas Leben für immer verändern wird und was alles auf den Kopf stellt. Denn Diana trifft auf Alia. Alia ist kein gewöhnlicher Mensch. Sie wird mit Vollendung ihres 17. Lebensjahres den Krieg auf die Erde bringen und alles für immer verändern und zerstören. Und ob Diana und Alia es schaffen, den Krieg zu verhindern und die Menschheit zu retten, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Kommen wir wie immer als allererstes erstmal zur Handlung. Ich kann zur Handlung nur sagen, dass die mir richtig gut gefallen hat. Es hat ein bisschen gedauert, ehe die Geschichte so ein bisschen in Fahrt gekommen ist, ehe sie so ein bisschen Schwung aufgenommen hatte. Und es war dann so mitten in der Geschichte auch so ein bisschen ruhig, wo die Geschichte halt auch nicht so viel Spannung aufgebaut hatte. Das fand ich aber nicht schlimm, denn zum Ende hin hat es die Geschichte von der Handlung her einfach nochmal rausgerissen. Leigh Bardugo hat hier einen Plot-Twist nach dem anderen rausgehauen und ich dachte nur so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was ist hier los? Ach du Scheiße. Also wie gesagt, die Geschichte braucht ein bisschen, ehe sie in Fahrt kommt, aber dafür wird es zum Ende hin wirklich immer besser und die Geschichte wird so richtig cool und was da alles noch passiert und den Kriegen und Verrat und ja, fand ich einfach ganz, ganz toll. Also von der Handlung hat mir das Buch richtig gut gefallen. Die Wendungen in dem Buch waren richtig cool. Die waren vor allen Dingen unvorhersehbar. Also ich habe es persönlich nicht kommen sehen, was da zum Ende hin gerade alles noch passiert ist. Und ich habe mir nur so gedacht, ach du Scheiße, was geht denn jetzt ab? Und ja, fand ich richtig, richtig cool. Also da hat sich Leigh Bardugo auf jeden Fall was richtig Cooles ausgedacht. Und habe ich auch so in der Art, in dem Zusammenhang auch noch nicht gesehen und gelesen. Auf jeden Fall hat mir die Handlung sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte die Geschichte wieder. Ich mochte wieder die Art, wie Leigh Bardugo die Geschichte erzählt hat. Und ja, war einfach richtig, richtig gut. Für alle, die das Lied der Krähen von euch gelesen haben und jetzt dadurch gewisse Ansprüche an Leigh Bardugo stellen. Ich muss sagen, Wonder Woman ist ein Jugendbuch und das erkennt man auch. Das Lied der Krähen ist ja schon eher ein Buch, was eher so ab 16 empfohlen wird, also was eher für die Älteren schon ist und für die Erwachsenen in Anführungsstrichen. Und Wonder Woman ist halt wirklich ein komplettes Jugendbuch und das merkt man halt auch in der ganzen Art und Weise, wie auch die Charaktere sind. Die sind halt hier noch ein bisschen naiver, ein bisschen gutgläubiger und
ja, handeln halt auch sehr vorschnell manchmal. Also ich finde, das merkt man halt auch einfach. Die sind halt einfach nicht so durchdacht, wie jetzt vielleicht Leute sind, die schon ein bisschen älter sind und ein bisschen reifer sind und auch sich ihrer Handlung bewusster sind. Und das fand ich aber nicht schlimm, denn wie gesagt, Wonder Woman ist ein Jugendbuch und ich finde, das spiegelt das Ganze gut wider. Kommen wir als nächstes mal zu den Charakteren. Ich finde, die Charaktere waren richtig gut. Man liest dieses Buch aus der Sicht von Diana zum einen und aus der Sicht von Aaliyah, was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat. Man erkennt auch immer super, wen man liest, denn Diana hat immer dieses Zeichen und Aaliyah hat einfach immer nur so einen Strich beim Kapitelanfang. Wartet mal, ich kann es euch zeigen. Hier. Und das hier ist dann, dieser einfache Strich ist dann immer Aaliyah und dadurch weiß man immer wirklich sehr, sehr gut, wen man gerade auch liest und aus wessen Sichtweise man liest. Und das, finde ich, haben die sehr, sehr gut gelöst, die guten Leute, die dieses Buch designt haben. Und ja, ansonsten kann ich nur sagen, Diana ist eine super starke Protagonistin. Ich meine, klar, sie ist eine Amazone, sie ist eine Kriegerin, sie ist eine Powerfrau. Und ich fand es aber sehr, sehr gut auch zu sehen, wie sie so ein bisschen ängstlich, in Anführungsstrichen, dann in New York war. Also wo sie komplett aus ihrer Welt rausgerissen wurde und in eine Welt geworfen wurde, die sie absolut nicht kennt, die ihr völlig fremd ist. Und ich fand sehr, sehr gut, wie sie damit umgegangen ist. Ich, wie gesagt, mochte ihre ganze Art und Weise in der Geschichte. Ich fand es gut, wie sie sich auch entwickelt hat, wie sie für sich selber gemerkt hat, was wichtig ist im Leben und worauf es denn eigentlich ankommt und dass ihre Ziele, die sie sich ursprünglich gesetzt hatte, vielleicht doch nicht so einfach sind, wie sie gedacht hat. Und ja, das fand ich einfach ganz, ganz toll. Und ich fand Diana als Protagonistin in diesem Buch wirklich richtig gut. Ich habe sie sehr, sehr gemocht. Fand, sie ist einfach ein toller Charakter und hat die Geschichte auch wirklich gut getragen. Aaliyah ist ein typisches Mädchen. Sie entstammt ja einer reichen New Yorker Familie, hatte auch einen gewissen Hintergrund. Und ich muss sagen, dass ich Aaliyah als Charakter auch sehr, sehr mochte. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist das Thema Rassismus, was in diesem Buch immer mal wieder angeschnitten wurde, aber nicht richtig thematisiert wurde. Also es wurde immer nur gesagt, ja, Rassismus gibt es auch heute noch. Und ja, von Rassismus ist jeder betroffen und auch die reichen Menschen sind davon betroffen. Und auch die werden dann wie Außenseiter behandelt, weil sie eine andere Hautfarbe haben. Aber so richtig thematisiert wurde das Ganze leider nicht. Und dadurch fand ich das Ganze ein bisschen überflüssig. Also wisst ihr, was ich meine? Also ich meine, um Gottes Willen nicht, dass das Thema Rassismus überflüssig ist. Aber ich finde, es hat halt in dem Moment zur Geschichte nichts beigetragen. Es hat einfach keinen Sinn gehabt in der Geschichte. Es hat einfach nur gezeigt, ja, okay, ihre Freundin, also es hat einfach nur gezeigt, dass Aaliyah und ihre Freundin halt aufgrund ihrer Hautfarbe Außenseiter sind. Das hätte für mich jetzt aber nicht zwingend zum Thema gemacht werden können, weil es kann auch andere Gründe haben, warum Leute Außenseiter sind. Das muss nicht immer an der Hautfarbe liegen und das muss ja nicht immer was mit Rassismus zu tun haben. Und ich finde halt, wie gesagt, dass dieses Thema zwar angeschnitten wurde, aber nicht richtig thematisiert wurde in dem Buch. Und das fand ich ein bisschen schade, denn, wie gesagt, das ist ja ein Jugendbuch und das werden ja auch gerade jüngere Leute lesen. Und gerade jüngere Leute, denke ich mal, werden dann mit dem Ganzen nicht so viel anfangen können. Also ich denke, Leigh Bardugo wollte hier mit diesem Anschnitt auf das Thema einfach aufzeigen, dass es Rassismus heutzutage natürlich immer noch gibt und dass jeder davon betroffen sein kann, ob reich oder arm oder alt oder jung. Aber es ist halt nicht richtig 100% thematisiert worden. Und das fand ich ein bisschen schade, denn ich finde, hier so ein bisschen Aufklärung hätte dem Ganzen gut getan. Also ich finde, so ein bisschen mehr Aufklärung hätte dem Ganzen nicht geschadet und hätte vielleicht auch das Verständnis für dieses schwere Thema auch ein bisschen greifbarer machen können. Aber ich will jetzt hier nicht in eine Diskussion über Rassismus ausfallen. Rassismus ist scheiße und ich finde es schlimm, dass es sowas heutzutage immer noch gibt. Ja, aber wie gesagt, das war halt so ein bisschen schwierig, dass das für mich halt nicht so 100% auf den Punkt gebracht wurde. Ansonsten haben mir die Nebencharaktere in diesem Buch auch sehr, sehr gut gefallen. Ich fand gerade Nim als beste Freundin von Aaliyah richtig cool. Sie war so ein bisschen so ein verrücktes Mädchen, was auch noch so ein bisschen die Geschichte aufgelockert hat. Und das fand ich sehr, sehr gut. Und auch die anderen Nebencharaktere haben ihre Rolle gut getragen und haben das Ganze sehr gut rübergebracht. Und den Charakteren kann ich schlussendlich nur sagen, dass sie mir sehr, sehr gut gefallen haben und sie sehr, sehr mochte. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Kommen wir als nächstes mal zum Setting. Vom Setting her befinden wir uns hier teilweise in unserer Welt, in New York und später dann in der Geschichte auch in Griechenland. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte die Umschreibungen, ich mochte die Beschreibungen. Es war streckenweise ein bisschen viel B- und Umschreibungen, aber nur so minimal. Also es war jetzt nicht so schlimm, dass ich wie bei Cassandra Clare dachte so, boah, was interessiert mich, welche Farbe die Gardine hat. Also so schlimm war es nicht. Es war, wie gesagt, an manchen Stellen ein bisschen ausschweifend, was jetzt aber nicht extrem nervig war. Aber das liegt halt auch einfach am Schreibstil von Leigh Bardugo. Sie schreibt halt sehr detailliert und
dadurch, naja, wird es dann halt alles ein bisschen ausweitend. Aber dafür kann man sich natürlich die Orte und Szenen sehr, sehr gut vorstellen. Und ja, also wie gesagt, das Buch spielt teilweise in unserer Welt, New York, Griechenland. Und dann spielt es ja noch auf Themyscira, ich weiß nicht, wie man diesen Namen ausspricht, was die Heimat von Diana ist. Und das ist ja eine Insel. Und diese Insel ist ja etwas ganz, ganz Besonderes, denn es gibt dort ganz viele verschiedene Vegetationen und Einflüsse und eben stehst du noch an einem wunderschönen Sandstrand und 10 Meter weiter rennst du durch irgendeine Wüste. Und ja, das fand ich sehr, sehr cool. Also ich habe mir die Heimat von Diana schon sehr, sehr gut vorgestellt. Und auch gerade diese altgriechischen Elemente, die es dort in diesem, auf dieser Insel gibt, fand ich sehr, sehr cool. Und ja, also ich hatte mit dem Worldbuilding, dem Setting absolut keine Probleme. Ich konnte mir alles super gut vorstellen. Ich konnte mir die Szenen sehr, sehr gut vorstellen. Und wie gesagt, der Schreibstil von Leigh Bardugo ist an manchen Stellen ein bisschen ausschweifend und ausladend. Aber das finde ich nicht schlimm, denn dadurch, wie gesagt, kann man sich alles sehr, sehr gut vorstellen und man kann die Szenen gut vor Augen sich führen. Also, und man kann sich die Szenen gut vor Augen führen. Also man erlebt diese Szenen dann quasi. Kennt ihr das, wenn ein Buch wie ein Film vor einem abläuft und man einfach liest und das Ganze wie ein Film ist? Und so ging es mir dadurch. Und der Schreibstil von Leigh Bardugo ist sowieso ein Traum. Ich mochte ihn bei Das Lied der Krähen, ich mochte ihn bei Grisha und auch bei Wonder Woman hat mir der Schreibstil von Leigh Bardugo wieder richtig gut gefallen. Und ich möchte hier einmal an dieser Stelle deswegen auch sagen, dass mir die Übersetzung sehr, sehr gut gefallen hat und dass die Übersetzerin hier ganze Arbeit geleistet hat. Und ja, ansonsten, wie gesagt, ich mag die Art, wie Leigh Bardugo Geschichten erzählt und schreibt. Es ist einfach immer wieder toll, in ihre Welten einzutauchen. Und sie hat so eine ganz eigene Art, Dinge zu betrachten und Dinge zu erzählen. Und das finde ich sehr, sehr gut. Und das mochte ich auf jeden Fall auch. Und ja, was das betrifft, kann ich euch Wonder Woman, Kriegerin der Amazonen, wirklich nur empfehlen und ans Herz legen. Jeder, der Superheldengeschichten mag, jeder, der Wonder Woman kennt, jeder, der gerne Jugendbücher liest mit so ein bisschen einem actionlastigeren Hintergrund und griechischer Mythologie, der sollte sich auf jeden Fall Wonder Woman angucken und lesen und ich mochte es einfach sehr und kann es euch, was das betrifft, wirklich nur empfehlen. Ich freue mich jetzt auf Batman, auf Catwoman und auf Superman, die möchte ich auch auf jeden Fall lesen und ja, mehr gibt es an dieser Stelle auch nicht zu sagen. Das war meine Buchvorstellung zu Wonder Woman, Kriegerin der Schatten von Leigh Bardugo. Wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare, ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss!